die ich einfach selber gern verwende. Und die Heilerde ist ganz, ganz toll, weil sie einfach entzündungshemmend wirkt. Sie wirkt ganz stark reinigend, Poren verfeinernd, die einfach da wirklich all den überschüssigen Talg, alles, was sich so in der Haut abgelagert hat, einfach bindet. Und das ist eine Gesichtsmaske, die eben austrocknet. Das heißt, man lässt sie circa 10 Minuten oben, die trocknet dann ein und dann kann man sie ganz leicht mit lauwarmem Wasser runterwaschen. Das heißt, sie bindet das alles an sich und dann kann man das Ganze eben abspülen. Genau, also Heilerde eignet sich super für unreine Haut, für Mischhaut, aber sogar bei Akne wird sie empfohlen. Man kann sie aber auch ganz leicht, also man kann auch eine Paste machen, sie für einen einzelnen Pickel oder eine Unreinheit auftragen. Das wirkt dann eben auch ganz sanft austrocknend und heilt das eben schneller ab. Genau, das ist mal so die Basis. Alternativ, wenn man keine Heilerde hat, kann man auch Tonerde verwenden, zum Beispiel grüne Tonerde, weiße Tonerde und, das habe ich noch gar nirgends irgendwo hingeschrieben, ist mir aufgefallen, man kann auch Hafernflocken mahlen. Also man kann zum Beispiel auch, vielleicht hättest du das zu Hause gehabt, ich habe es nicht gebrochen, sorry, es ist mir ein späteres eingefallen. Also man kann einfach auch Haferflocken sozusagen zu Hafermehl ganz, ganz fein pulverisieren. Und das ist genauso, also das ist auch unglaublich hautklärend, aber auch einfach pflegend. Die Schleimstoffe, die da enthalten sind, sind einfach auch ganz, ganz toll für die Hautpflege. Also viele Möglichkeiten als Basis. Und dann im Endeffekt mischen wir eine Flüssigkeit und ein Öl dazu. Die Flüssigkeit hauptsächlich, um eine Paste draus zu machen, aber eben auch, um da Wirkstoffe nochmal dazu zu ergänzen. Und das Öl dann hauptsächlich, um wirklich die Haut auch zu pflegen. Also dass sie sozusagen nicht nur ausgetrocknet oder es wird ja nicht ausgetrocknet, aber dass sozusagen das alles entfernt wird, sondern zusätzlich auch gepflegt wird. Klar, und die Flüssigkeit spendet auch Feuchtigkeit. Also wir haben dann quasi Feuchtigkeit und Pflege drin. Flüssigkeit geht alles Mögliche. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ihr das gestalten wollt. Im einfachsten Fall Leitungswasser. Das geht immer, weil wir mischen die Gesichtsmaske ganz frisch an. Das heißt, sie ist sowieso nicht haltbar in dem Sinne, sondern die lässt sich innerhalb von einer Minute frisch anmischen und dann sollte sie ja, nach ein, zwei Tagen spätestens verwendet werden. Das heißt, Leitungswasser geht, es geht aber auch ein Tee. Das heißt, ihr könnt ansetzen, einen Tee mit Ringelblumenblüten, mit Lavendelblüten, aber auch mit Kräutern natürlich gerne. Einfach ein paar Kräuter, ein bisschen Wasser zugedeckt ziehen lassen und dann absieben. Und wenn das Ganze abgekühlt ist, dann könnt ihr es reinmischen. Oder dritte Möglichkeit, Hydrolate, also Pflanzenwasser. Klassiker, Rosenhydrolat oder es gibt dann eben auch ganz, ganz viele, viel Auswahl, also Lavendelhydrolat. Ich habe hier da das Hamamelis-Hydrolat, Teebaumhydrolat. Also zu jedem ätherischen Öl gibt es nahezu ein Hydrolat. Und da kommt es ein bisschen drauf an, welche Wirkung ihr einfach reinhaben möchtet. Also Rosenhydrolat ist für alle Hauttypen super, wenn es jetzt um wirklich unreine Haut oder Mischhaut geht. Einfach hautklärend wirkt, weil sie Poren verfeinernd wirkt, zusammenziehend, also da tolle Wirkung dazu gibt. Ja, wenn es sehr sensitive Haut ist, zum Beispiel das Lavendelhydrolat oder eben ein Tee, so wie Kamillentee, geht zum Beispiel auch super. Also ja, da kann man sich ein bisschen austoben und das ist dann auch das, wo ich sage, das ist so dieses Basiswissen, was gut tut, weil dann kann man sich das eben genauso zusammenstellen, wie es einfach zu einem passt und welche Wirkung man vor allem gern hätte. Also zum Beispiel im Online-Kurs widmen wir uns einem ganzen Modul nur, um zu verstehen, was diese Zutaten denn können und was man da alles verwenden kann.